Herzlich willkommen zur Schultief Challenge. Auf dem Action for Free Kanal hat der Libby die Action for Free Schultief Challenge ausgerufen. Die Teilnahmebedingungen werden dann unten nochmal verlinkt mit seinem Video. Und ich werde da nicht mit dran teilnehmen, aber der Libby hat mich gebeten, mir mal Gedanken zu machen, was derjenige denn dann bekommen soll, der dann das effektivste Gerät praktisch veröffentlicht hat. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wanderpokal wird, ob es euch überhaupt gefällt, aber in meinem Geist ist jetzt das hier entstanden. Da sind 9 High-Power-LEDs oben eingebaut, ist leider schon mal gebrochen. Deshalb auch hier diese Mütze mit Heißleim drauf und hier unten drunter, da ist das kleine Geheimnis, der Read-Switch, ein kleiner Read-Switch-Aufbau. Und der wird dann ganz normal mit 3 AA-Batterien betrieben. Wie viel das zieht, möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen, bevor ich sie hin und her... Ach, siehste. Okay, 3 Batterien sind dran. Auf 100 mA ist gestellt und hier bei 16. Ne, 16 der Hälfte, 32. Ja, könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel Milliampere. Und es sind aber leider nur 8 richtig hell da. Hier seht ihr, eine ist ausgefallen. Da ist wohl beim mit Heißleim vergießen irgendwas da quer gegangen, aber ich freue mich trotzdem, dass 8 richtig schön hell leuchten. Hier oben hört ihr einen Read-Switch. Ja, und dann, naja, das werdet ihr dann schon selber rauskriegen, derjenige, der es dann bekommt, ne? Ja, das ist jetzt vom Segelohrenbob gesponsert, der Wanderpokal, der Action for Free, die Wanderlaterne, ne? Machen wir so Wanderlaterne. Jawohl, viel Spaß dabei.